Moin zusammen zu meinem allerersten Webinarthema. Und zwar geht es heute um offene Werkstätten und wie man dann gemeinsam mehr erreichen kann. Erstmal zur grundlegenden Idee, was ist eigentlich eine offene, in Klammern Hightech, Werkstatt und was braucht man dafür? Wichtig ist vielleicht zu verstehen, wenn man davon noch gar keine Ahnung hat, was der Spirit dahinter ist. Und zwar geht es um einen offenen und freien Wissensaustausch, das Teilen von Maschinen, Werkzeugen, Techniken, sodass am Ende man mit seiner eigenen Idee in diese offene Werkstatt gehen kann. Dort bekommt man Unterstützung, zum Beispiel durch Hightech-Maschinen, aber auch einfach durch Know-how von der Community, durch Workshops, durch Angebote. Wie funktioniert dieser 3D-Drucker überhaupt? Wo darf ich drücken, damit mein Druck am Ende auch funktioniert, sodass man am Ende so gut wie alles machen können soll? Daher auch der Leitspruch, make almost anything. Für wen ist jetzt so eine offene Werkstatt? Das ist ganz schlicht und ergreifend eigentlich für jeden, der sich dafür interessiert, also für Maker und Tüftler aus so gut wie allen Bereichen. Das können Studenten sein, das können Ingenieure sein, Schüler, Lehrer, Künstler, Rentner. Es ist eigentlich ganz egal, wo man herkommt. Und das ist auch das Positive, weil durch diese verschiedenen Gruppen von Menschen kommt auch sehr, sehr viel verschiedenes Know-how in die Community, was dann weitergebracht werden kann. Also ein Ingenieur denkt ganz, ganz anders wie jetzt ein Künstler zum Beispiel. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann kann sich für das Projekt was ganz, ganz Neues ergeben. Und gerade dieser Austausch ist so faszinierend und toll, um seine eigenen Projekte voranzubringen und auch kreativ zu werden und einfach loszulegen. Offene Werkstätten, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten und Ideen, wie das Ganze realisiert ist. Ich möchte euch hier jetzt einige davon vorstellen. Ich selbst komme aus einem FabLab, deswegen ist mein Wissen über FabLabs natürlich etwas ausgeprägter als jetzt über die anderen Formate, aber im Prinzip möchten wir alle das Gleiche, und zwar Wissen, Maschinen und alles Mögliche teilen, um eigene Projekte umsetzen zu können. Neben den FabLabs, ich komme gleich im Näheren nochmal darauf, was die einzelnen Formate unterscheidet und was sie gemeinsam haben, gibt es auch die Hackerspaces oder Makerspaces, aber auch Fahrrad- und Kfz-Werkstätten oder auch sogenannte Repair-Cafés. Fangen wir also einmal mit dem FabLab an. Da komme ich her, da fühle ich mich wohl. Deswegen los geht's. FabLab steht für Fabrikationslabor oder Fabrication Laboratory aus dem Englischen und steht für eine offene Hightech-Werkstatt. Die ganze Idee entsprang 2002 von Neil Gershenfield, der war ein oder ist ein Professor am MIT in Boston. Und er hat sich gedacht, meine Studenten haben so viele coole Ideen, aber die haben nicht die Möglichkeiten, das Geld, die umzusetzen und sich selbst Lasercutter, 3D-Drucker, CNC-Fräse etc. in die Bude zu stellen. Deswegen nehme ich ein bisschen Geld in die Hand, gebe denen einen Raum, gebe denen Maschinen und dann lasse ich die komplett alleine. Also Neil Gershenfield ist wirklich, hat denen die Startfinanzierung gegeben, hat am Anfang noch ein bisschen unterstützt und ist dann ein Jahr lang komplett verschwunden. Und aus dieser initialen Idee hat sich dann eine Studentengemeinschaft entwickelt, die gemeinsam diesen Makerspace getragen haben. Die haben geguckt, welche Maschinen möchten wir haben, haben die dann angeschafft, haben sich Einweisungen erarbeitet, wie kann ich anderen Menschen erklären, wie man mit dieser Maschine umgeht und eigene Projekte realisieren kann, und haben dann auch mehr und mehr andere Menschen in diese Maschinen eingewiesen, sodass am Ende schon eine recht große Community vorhanden war, die dann gemeinsam in dieser Werkstatt gebastelt haben. Dieser Gedanke ging dann viral. Nach diesem Jahr hat Neil Gershenfield nochmal eine weitere Anschlussfinanzierung gegeben, um das Ganze größer zu machen. 2009 kam es dann schließlich hier in Deutschland an. Da hat das erste FabLab in Aachen eröffnet. Und mittlerweile, das ist jetzt der Stand von September 2020, gibt es 1963 eingetragene FabLabs weltweit. Hier unten in dem Bild unten rechts sieht man einmal ein Foto von dem allerersten FabLab. Da war die Grundausstattung auch schon vorhanden, ein kleiner Lasercutter, eine kleine Fräse sieht man da rechts, Elektronikzubehör zum Löten etc. pp. Ein 3D-Drucker war, glaube ich, in erster Iteration noch nicht da, aber die gehören natürlich auch zu jedem Makerspace dazu. Einem FabLab steht der Fokus jetzt, wenn man es mit den anderen Makerspaces oder offenen Werkstätten vergleicht, auf den Maschinen. Es gibt sehr, sehr viele Hightech-Maschinen oder Werkzeuge, die gemeinsam angeschafft und geteilt werden. Die internationale Community ist
die FabLab.io-Seite. Dort findet man sehr, sehr viele Hilfen, eine Übersicht aller verzeichneten FabLabs. Da kam zum Beispiel auch das Bild eben her. Es gibt Leitfäden, wie eröffne ich ein FabLab, welche Maschinen brauche ich. Es gibt natürlich eine internationale FabLab-Charta, an die sich alle FabLabs halten. Da geht es dann darum zu sagen, wir möchten einen offenen Wissensaustausch, wir möchten keine Waffen fertigen zum Beispiel und wir möchten einfach offen für alles und jeden sein und unser Wissen in die Welt tragen. Aber wer sich da genauer interessiert, könnt ihr gerne einmal einen Blick auf die Website geben. Die ist sehr gut organisiert und da findet man eigentlich auch alle Informationen. Zudem gibt es dort auch freie Projekte und Workshops, die man frei nachmachen darf oder entsprechend selbst umsetzen darf, um einfach einen Einstieg zu finden. Und es gibt ein Forum für den Diskussions- und Wissensaustausch. Da sind sehr, sehr viele FabLabs vertreten und eine weltweite Community aktiv. Wenn man eine Frage hat rund um FabLab, kann man die dort stellen und findet sicherlich eine Antwort. Kommen wir zu den Hackerspaces. Dort steht der Fokus eher ein bisschen auf der Softwareseite, alles, was rund um Computer, Robotik und Programmierung geht. Hier gibt es ja auch eine Community-Übersicht, das ist dann hackerspaces.org. Und was man dazu sagen muss, viele Hackerspaces sind dem Chaos Communication Club untergeordnet. So zum Beispiel hier, ich komme ja aus Lübeck, auch das Chaotikum in Lübeck. Hier geht es dann natürlich auch um einen internationalen Austausch, um gemeinsame Veranstaltungen wie Hackathons oder auch der Chaos Communication Congress, den die Leute dann oder wo sie einfach gesammelt hinfahren und sich das gemeinsam anhören und anschauen. Und es geht natürlich auch um gemeinsame Projekte, die dann meistens Open Source auch für andere Hackerspaces zur Verfügung gestellt werden. Kommen wir zu den Makerspaces. Makerspaces ist so ein bisschen der Sammelbegriff für alles, was nicht unter FabLab und Hackerspace fällt. Das ist nämlich eine Verbindung beider Welten. Hier ist der Fokus ganz klar auf der Hardware und auch auf der Softwareseite. Allerdings muss man sagen, dass überall die Übergänge fließend sind. Also ein Hackerspace kann genauso gut einen 3D-Drucker dort stehen haben und ein FabLab kann genauso gut einen offenen Server für Softwareprojekte stehen haben. Das schließt sich alles gegenseitig nicht aus. Ich wollte nur einmal so diese Grundbegriffe, wo sie mal herkamen, erklären. Für die Makerspaces, da es eher ein Sammelbegriff ist, gibt es auch keine Dachverbandseite, sage ich mal. Auf der Seite von der Maker Faire gibt es eine recht gute Übersicht über alle eingetragenen Makerspaces. Dort sind aber auch häufig FabLabs und Co. mit eingetragen. Und wenn wir schon bei Maker Faire sind, die Maker Faire ist eigentlich eins der größten Get-Together-Events für die Maker-Community. Die gibt es auch in sehr, sehr vielen Städten weltweit. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal auf einer Maker Faire war, aber dort sind sehr, sehr große Hallen mit vielen Ständen, mit verschiedenen Hackerspaces, FabLabs, Makerspaces, Repair-Cafés, die sich einfach alle hinstellen, sich gegenseitig austauschen und zum Beispiel auch kleine Workshops anbieten. Kommen wir zu den Fahrrad- und Kfz-Werkstätten. Da geht es dann natürlich um alles, was irgendwie Räder hat. Und hier liegt der Fokus auf Schrauben, Schrauben, Schrauben. Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, ist hier ein bisschen was anderes an Equipment vonnöten, wie jetzt ein 3D-Drucker oder irgendein Lasercutter. Da braucht man dann schon eine Hebebühne etc. Deswegen sind die nochmal besonders aufgeführt. Es geht im Kern aber darum, gemeinsam Spaß am Fachsimpeln und Tüfteln zu haben. Und sehr, sehr wichtig ist, dass man es wirklich selber macht und selbstständig lernen möchte. Das gilt für alle offenen Werkstätten, aber hier möchte ich es jetzt nochmal genau erwähnen, weil es eben nicht eine Konkurrenz zu anderen kommerziellen Kfz-Werkstätten ist, sondern weil hier der Fokus wirklich auf selber machen, selber lernen und gemeinsam Wissen austauschen steht. Zu den Repair-Cafés, die wollte ich auch noch mal genauer erwähnen, weil sie häufig nicht in einem Verband organisiert sind oder nicht in einem Verein etc., sondern mehr freien Treffen gleichen. Das Thema ist ganz klar: Reparieren statt wegwerfen. Es geht darum, dass sich ehrenamtliche Helfer, die in der Lage sind, Sachen zu reparieren, aus ganz unterschiedlichen Bereichen treffen, um alltägliche Dinge von alltäglichen Menschen zu reparieren. Der Ursprung kam von Martine Postma aus Amsterdam. Die hat 2007 das allererste Repair-Café veranstaltet und hat das dann auch in einer gemeinnützigen Organisation in einen Rahmen gegossen.
Ziel ist es natürlich, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und ein nettes Beisammensein mit Kaffee und Kuchen zu haben. Als Übersicht, gerade hier über die deutsche Community, kann ich repaircafé.org empfehlen. Dort sieht man dann auch, wann ist das nächste Repair-Café in meiner Umgebung angedacht. Oder wenn man selbst eins veranstalten möchte, kann man sich hier entsprechend auch Informationen holen. Was wird alles repariert? Es geht natürlich also es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Reparateure vor Ort sind und wie die Fähigkeiten dieser Reparateure sind. Aber im Allgemeinen ist die Bandbreite riesig, von IT und Elektrogeräten über Mechanik oder Textilien. Wenn irgendwas kaputt geht, einfach mal vorbeigehen, sagen, hier ist es kaputt, bekommt ihr das vielleicht hin? Und dann hat man meistens Glück. Nun möchte ich zu den verschiedenen Möglichkeiten kommen, so eine offene Werkstatt aufzubauen, denn diese Möglichkeiten sind so divers wie ihre Community eigentlich selbst. Viele offene Werkstätte sind als eingetragene Vereine oder eben gemeinnützige Vereine organisiert, aber gerade viele Repair-Cafés etc. sind zum Beispiel auch kirchlich organisiert. Dann sind einige offene Werkstätten tatsächlich an Organisationen angeschlossen. Hier muss man dann dazu sagen, dass es mit der Offenheit natürlich auf die Organisation häufig beschränkt ist. Und das Gleiche gibt für Schulen. Es gibt Makerspaces, also meistens heißen sie Makerspaces, die dann an Schulen und Universitäten angeknüpft sind, wo entsprechend auch Maschinen stehen, wo Workshops gehalten werden, wo gerade Jugendliche und junge Leute an die Technik herangeführt werden. Aber da kommt man dann als Privatperson von außen meistens auch nicht so rein. Es ist aber trotzdem eine gute Möglichkeit, um gemeinsam die Maschinen zu teilen. Welche Angebote gibt es in offenen Werkstätten? Das ist natürlich einmal der Wissensaustausch. Es gibt häufig Stammtische oder Projektgruppen, wo sich einfach ja, regional die 3D-Druckleute treffen und stundenlang über verschiedene Extruser, Filamente, Infills und Slicer diskutieren. Keine Angst, die ganzen Begriffe haben wir in einem späteren Seminar dann noch. Die lernt ihr alle kennen, das ist gar nicht so schwer. Dann gibt es Maschineneinweisungen, weil das Wichtigste ist, wenn man anfangen möchte zu maken und selbst was zu machen, braucht man keine Vorkenntnisse. Ich selbst bin auch in meinem dritten Unisemester irgendwann mal in das FabLab reingestolpert und habe gesagt, du, oh Gott, keine Ahnung, ich bin hier Informatiker, ich habe keine Ahnung von einer CNC-Fräse. Aber das macht überhaupt nichts. Solange man Lust hat und Projekte hat, die man umsetzen möchte, ist das eine offene Community, die gerne ihr Wissen teilt, und die jeden irgendwie mitnimmt und ihnen beibringt, ja, wo man den Finger nicht reinstecken darf, wo man drücken muss. Und das geht alles ganz einfach, ist eigentlich gar nicht so schwer. Deswegen hier auch dieser kleine Graph, die E-Kurve, die steht so ein bisschen für das Wissen. Am Anfang kommt man mit relativ wenig Wissen rein, aber wenn man möchte, kann man damit exponentiell durch die Decke gehen. Neben den Maschineneinweisungen gibt es natürlich auch Vorträge, Veranstaltungsformate oder Workshops, einfach um diese allerersten Schritte, wie konstruiere ich zum Beispiel oder welche Projekte haben andere vielleicht bereits umgesetzt, um diese Schritte zu erleichtern. Und dann gibt es meistens in den allermeisten offenen Werkstätten auch Führungen, an denen man ganz ungezwungen einfach vorbeischauen kann, um ja, einfach mit den Leuten zu schnacken und sich das mal anzuschauen, ohne direkt irgendeinen Vertrag zu unterschreiben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wo geht's zur nächsten offenen Werkstatt? Alles gemeinsam, FabLabs, Hackerspaces, Makerspaces, Repair-Cafés sind zu großen Teilen beim Verbund der offenen Werkstätten registriert. Hier sind natürlich nicht alle, weil sich jede Organisation eigenständig bei diesem Verbund eintragen muss. Aber es bietet schon gerade in Deutschland, eine sehr, sehr gute Übersicht. Ihr findet es unter offenewerkstätten.de und da /Werkstattsuche, da kommt ihr auf dieses kleine Fenster, was hier links unten zu sehen ist. Und dann starte dein erstes Projekt, weil gemeinsam können wir mehr erreichen. Damit, ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Session geht es dann um den Traum vom eigenen Makerspace. Also was braucht man, um einen eigenen Makerspace zu realisieren? Welche Maschinen sind wirklich notwendig und was muss ich da rechtlich eigentlich alles beachten? Dankeschön.